herzlich willkommen zu Let's Play Nintendo World Cup auf dem Nintendo Entertainment System. Yeah. Wir spielen ein bisschen Fußball, sowas ähnliches zumindest. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel mit Fußball zu tun hat. Es ist auf jeden Fall sehr lustig. Und kein Passwort und wir starten direkt und nehmen natürlich die beste Mannschaft auf der ganzen Welt. Kamerun, nein. West Germany. Ja, damals noch ordentlich unterteilt in, ja egal. Aber wir starten gegen Kamerun. Ja, das ist ja gleich mal hier ein Endspiel, wie es im Buche steht. Unfassbar. So, hier unsere Spieler hier. Klaus, Frank, Hans, Jochon, Karl, Rudi. So, Rudi Völler, Jürgen, Klinsmann, Günther, Netze, Klaus, Augenthaler, Frank, was weiß ich. Und überhaupt und außerdem, wir changen nicht und starten durch. So, ja, natürlich die offensive Strategie mit dem Balldribbeln, ganz klar. So, Gedönse, brauchen wir nicht. So, wir sind alle sehr gut von der Sonne gebräunt, alle haben Sonnenbrand, wie wir sehen. Das ist alles sehr interessant und, oh Gott, ich kann das hier schon gar nicht mehr spielen. Die NES-Version ist eigentlich die gleiche wie die Gameboy-Version, glaube ich, soweit ich weiß. Selbe Musik zumindest. Auch grafisch ist es alles genauso gleich. Es ist ein einziges Geflacker und Geflimmer hier, weil es bewegt sich viel zu viel im Bildschirm und da kam das gute alte NES genauso wie der Gameboy einfach nicht mit und es war hier quasi Stroboskop-Fußball in Reinkultur. Ja. Zack. Oh, fast hätte ich das erste Tor gemacht. Freunde. Wer sich jetzt fragt, spiele ich das ganze Spiel? Natürlich nicht. Ich spiele jetzt vielleicht ein, zwei Partien hier, ne? Und dann war es das gewesen. Deutschland gegen Kamerun. Ja, das ist jetzt nicht so passend, denn morgen beginnt die Europameisterschaft und Kamerun spielt bis jetzt noch nicht mit. Vielleicht in 40 Millionen Jahren, wenn sich die Kontinente so weit zusammengeschoben haben, dass Kamerun auch zu Europa gehört und endlich bei der EM mitspielen kann. Super, da freuen wir uns schon alle drauf. So, jetzt ist immer noch 0-0, das ist unfassbar. Ja, das ist eine sehr realistische Fußballsimulation, wie ihr seht. Kein Schiedsrichter. Der Mittelkreis ist ein bisschen klein geraten, möchte ich sagen. Und na, es gibt hier überhaupt keine Regeln. Es gibt für Fouls keine Bestrafung. Es gibt keine Abseitsregel. Es gibt eigentlich gar nichts. Es gibt nur einen Ball und 22 Bekloppte, die da hinterher rennen. Hey! Oh mein Gott. Come on. Ich weiß auch nicht, auf dem Gameboy konnte ich das besser. Es ist alles sehr gewöhnungsbedürftig, möchte ich mal sagen. Da konnte ich auch diesen Power-Schuss machen, das geht hier alles irgendwie nicht. Die NES-Version ist irgendwie ein bisschen anders. Hier, pass rüber, hier unten immer diese schönen... Pass, I can't, pass, okay. Sehr lustig. Hey, ich wollte eigentlich... Ja, das ist natürlich sehr lustig, hier mal voll weggebolzt. Den Spieler mit dem Ball, natürlich. So, ey, was willst du von mir, ey? Hey, komm, gib den Ball her. Was schießt du denn hin, Freundchen? Achtung, jetzt hier, einer meiner besten Schüsse. Na, egal. Hey. Gottes Willen. Was ist hier los? Seid ihr wahnsinnig? Seid ihr das wahnsinns fette Beute, möchte ich schon sagen. Gottes Willen, ist das schwer. Oh. Getackelt hier. Gottes Willen. Man sollte erst schießen, wenn man auch den Ball an den Füßen hat, du. Oishi, du Blöder. Nein. Es ist ein Hühnerhaufen, möchte ich sagen. Aber was ergibt doch nicht. So, jetzt. Das ist sehr abenteuerlich alles. Ja, wenn es weitergeht, gibt es Verlängerung. Gibt es nicht mal eine Verlängerung in dem komischen Spiel. Was ist denn das für eine Mauer hier, die Kamerunesier hier? So, nein. Schießen! Warum schießt du nicht? Passt der Idiot erst zu mir rüber? Können die nicht selbstständig arbeiten? Da liegen schon die ersten Toten auf dem Platz. Jawohl.
Hey, komm, jetzt schieß mal den Ball rüber. Pass, I can't. Warum you don't can't, du Vollidiot? Das wäre ein schöner, das hätte ein Fallrückzieher werden können, aber nein. Wenn ich die Technik draus hätte, wo schießt denn der hin? Da liegt noch mehr Tote auf dem Platz. Eieieiei, Freunde, das Spielfeld gleicht einem Friedhof. Jetzt geht's los. So, komm hier, schieß zu mir. Ich bin so schön sonnengebräunt. Nein, jetzt rein. Der schießt immer erst zu mir. Ich muss die Strategie ändern. Stimmt, ich habe die Einstellung geändert hier, weil, ne, ich sollte mal einstellen, dass jeder aufs Tor schießen kann und nicht nur ich als Anführer quasi. Deswegen schießen die Idioten erst zu mir. Mein Gott, was eine blöde Einstellung. Das ist ja... Natürlich darf jeder Tore schießen. Jetzt schießt er wieder zu mir erst. Das ist abenteuerlich. Zum Glück können wir nach Ende der ersten Halbzeit nochmal hier die Einstellungen ändern. Das muss in der zweiten Halbzeit alles besser werden. Das geht nicht so weiter. Ich kenne so einige Trainer hier, die würden sie jetzt wieder hier tobend an der Seitenlinie stehen und dem vierten Offiziellen eine Predigt halten, so. Abenteuerlich. Morgen fängt die Europameisterschaft an, ja, und übermorgen spielt Deutschland zum ersten Mal gegen Portugal und ihrem arroganten Schnösel Ronaldo. Ja, diesen komischen, geleckten Sack da, den kann ich überhaupt nicht leiden. Er mag ein guter Fußballer sein, aber Messi ist noch besser. Und vor allem ist Messi nicht so arrogant wie dieser blöde... Ach, egal. Ich will mich jetzt hier nicht auslassen. Oh, kurz vorm Tor. Meine Fresse, ey. Mein Gott, was haben die für ein Torhüter? Der haut hier... Der hält hier alles hier. Der Kamerunesier. Das ist ja der Hit. Da können auch die zwei Toten da nichts mehr ausbügen. Es fängt schon an zu riechen auf dem Platz hier. Mitten im Sommer liegen schon seit Minuten tot auf dem Platz. Und so war im Strafraum hier klar, überall. Das ist ja der Hammer. Guckt euch das an. Die halbe Kameruner Mannschaft ist tot. Ist ja der Hammer. Und ich krieg die Pille trotzdem nicht ins Netz. Alter, der Torwart. Der Torwart ist leider noch nicht tot. Sonst wird's jetzt hier schon 50-0 stehen. Nein. Ich muss die Einstellung ändern. Oh, Außennetz. Ah, herrlich. So, noch 20 Sekunden, möchte ich sagen, bis zur Pause. Die brauche ich auch ganz dringend. Alter Schwede, es ist schon sehr, sehr strange hier, das Spiel. Ja, super gehalten. Das Spiel ist extrem strange, möchte ich sagen. Es hat mit Fußball nicht so viel zu tun, außer optisch. Ja, es ist ein runder Ball und ein paar Leute auf einem grünen Platz. Also das kommt schon fußballmäßig hin. Hui! Halbzeit! Duschen! Halftime. West Germany, Cameroon, 0-0. So, jetzt muss ich hier unbedingt das hier ändern. Should your teammates shoot? Da steht nämlich not at all, das heißt, die Idioten schießen immer erst zu mir rüber, egal ob sie vorm Tor stehen oder nicht, muss sich ändern und zwar auf yes frequently sometimes. Try to tackle, das gehen wir auch mal hin, ja. Should the... Wie geht join in? The goalkeeper join in. Should the goalkeeper join in? Ah ja, okay, also ob er irgendwie join in nach außen gehen oder? Keine Ahnung. Mal sehen, ob es jetzt besser läuft. Es ist sehr... Es gibt nicht mal einen Seitenwechsel hier. Das ist wie in der ersten Halbzeit. Alles gleich. Was ist das für ein Spiel? Guck! Jetzt läuft's nämlich. Jetzt schießen auch meine Kollegen mal aufs Tor. Nicht immer erst vorher zu mir rüber. Wo stehe ich eigentlich? Ach, da unten. Man sollte mal das Gesamtspielfeld im Auge behalten. So. Das ist ein abenteuerliches Spiel hier. Was geht ab? Na, schieß! Gottes Willen. Hey! Es ist natürlich ganz groß hier. Komm, wegtackeln hier. Komm. Wir brauchen wieder Tote. Der erste liegt schon wieder auf dem Platz. Oh, meine Güte. Wie ein toter Fisch liegt er auf dem Rücken. Oder ein toter Käfer, möchte ich sagen. Wegtackeln hier. Komm. Boah. Freunde.
Hat er keine Augen mehr? Sieht sehr unheimlich aus, dieser Spieler. Hey! Also rot war ich vor ein paar Tagen auch, als ich zu lange in der Sonne lag. Und Tor! 1:0. Der erste Treffer in der, weiß ich nicht wie viel Minute. Das zählt ja nicht mal hier. Ach, das ist alles. Ach, Gott, mein Gott. Ja. Oh, da fällt gleich schon der Anschlusstreffer. Jetzt ist der Knoten geplatzt, wie man so sagt. Da müsste ich schon 3 Euro ins Phrasenschwein werfen für diesen Spruch. Nein! Der gordische Knoten ist hier platzt. So. Hey, jetzt geben sie richtig Gummi. Und 2:0 für die BRD. Ja, das ist ja Wahnsinn. Hey. Schieß den Ball zu mir. Das ist peinlich. Ich habe selbst noch keinen einzigen Treffer. Ey, hallo? Ich habe den Eindruck, auf dem Gameboy war das alles leichter gewesen, oder? Die laufen sehr schnell. Die laufen schneller als ich, möchte ich sagen. Oh, das blinkt hier wieder. Eieieiei, es hört nicht auf. Ja, genau, schießt zum Toten hin. So. Oh, du Trottel. Gut, dass der tot ist, sonst hätte er jetzt den Ball wieder gehabt. Boah! Powerschuss! Powerschuss, Powerschuss, Powerschuss! Der führt zum 3:0 für Deutschland! Super! Yeah! Jetzt geht's ab, ey! Jetzt geht's ab! Jetzt machen wir sie fertig! Jetzt gibt's eine Schütze fest! Oh! Hallo? Abenteuerlich, abenteuerlich, abenteuerlich! Ah, direkt dem Torwart in den Bauch geschossen! Der arme Mann! Aber er läuft noch, er ist immer noch fit. Der Einzige, der noch nicht tot ist. Oder tot war. Die Ersten wurden wiederbelebt nach der ersten Halbe. Nach der ersten Halbzeitpause. So, jetzt. Oh Gott. So. Halbe Kameruner Mannschaft liegt schon wieder wie ein Fisch auf dem Trockenen und kann sie nicht mehr rühren. Herrlich, herrlich. Herrliche Bilder hier aus dem Nintendo, aus der Nintendo Arena in. Weiß nicht. Oh, guckt euch diesen Torhüter an, aber ja. Jetzt haben wir. Ja, 4:0! Tor! Ja, wenn es dann am Samstag gegen Portugal auch so gut läuft, dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Oh, nein! Scheiß die Wand an! Kamerun hat den ersten Treffer erzielt und jetzt bleiben wir. Jetzt ist wieder ganz spannend hier. Jetzt wieder alles möglich hier. Im Nintendo World Cup. Das ist unfassbar. Würdest du den Ball mal zu... Du Depp! Einwurf! Wenigstens die Einwurfregel, die wurde beibehalten. Eine der ganz wenigen Regeln, die es hier gibt. Ach du Depp! Du Volldepp! Das war nix! Haha! Abenteuer. Abenteuerlich, was hier passiert. Eieieiei, jetzt liegt da direkt vorm Tor schon wieder einer. Es ist der Hammer. So, oh, den hat's brutal erwischt. Ich glaube, der ist jetzt auch tot. Was heißt I can do, wenn ich sage, du sollst den Ball zu mir Mein Gott, ey. Nur Pappnasen in der Mannschaft. Super schönes Tor. Wow, der Hammer. Der absolute Endhammer. Habe ich vor ein paar Wochen noch Dings gespielt hier. PlayStation FIFA 2002. Ich sag mal so, das hier ist doch 1000-mal realistischer. Allein diese Detailverliebtheit, dieses Geblinke, das ist wie in der Realität, wenn das Fernsehbild nicht mehr so toll ist. Egal. Genau, das sind einfach Übertragungsfehler. Die blinken ja nicht, die Spieler. Das sind einfach hier. Das ist quasi eine Fernsehübertragung mit einem gestörten Satelliten. Deswegen blinkt hier alles. Das ist sehr realistisch. Das ist kein Fehler vom Spiel. Nein, überhaupt nicht.
Hey, schieß mal den Ball zu mir, Freundchen. Ja, heute noch. Die Uhr läuft gnadenlos gegen Null. Na! Tor! 6:1 für die Bundesrepublik Deutschland! Leute, holt schon mal den Champagner raus. Deutschland gewinnt das Spiel, wenn auch nicht so eindeutig, wollte ich sagen. Entschuldigung. 4:6:2 jetzt für Deutschland. Kamerun ist wieder voll im Spiel. Alle sind wieder lebendig. Leider. Alle Kamerunesier, der einer liegt noch tot da. Naja, gut. Einer ist keiner, sag ich mal so. Hey, komm, schieß mal den Ball. Yeah! Komm, Torhüter. Boah, nö, was ein blöder Schuss. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. So, komm, hier, wegtackeln. Ha, Farbboom, tot. Yeah, 18 Sekunden noch. Schaffen wir noch einen Last-Minute-Treffer? Nein, der Torwart ist zu gut für uns. Verdammt noch eins. 12 Sekunden, 11 Sekunden, 10 Sekunden. Es wird immer knapper hier im Nintendo, in der Nintendo Arena in Hokkaido. Ey. Boah. Dem Torwart fast in den Sack getreten. Um Gottes Willen, was spielen sich noch dramatische Szenen ab in den Schlusssekunden. Zeit ist um. Deutschland gewinnt gegen Kamerun 6:2. Und falls ihr da auch mal spielen wollt, ihr habt ja schon das erste Passwort, könnt ihr diese Partie gleich überspringen. Ist das nicht ein toller Service? Ihr braucht mir nicht zu danken. Das mache ich gern für euch. So. Weiter geht's mit Japan. Spielen wir das noch? Mal sehen. Wir spielen mal kurz an. Mal sehen, wie die Japaner aussehen. Ja, wie Japaner eben aussehen. Schwarze Haare und... ja, ich möchte jetzt nichts sagen hier. Nicht, dass es hier Schmähkommentare gibt hier. Ich sag hier irgendwas Böses über... Ne? Nein! Ich finde, die Japaner sind die coolsten Säcke auf der Welt. Nicht zuletzt, dass sie uns so ein tolles Spiel hier geschenkt haben. Alter! Tor für Deutschland in der... Weiß nicht, wie vielsten Minute. In der 3... Doppelpunkt 44. Minute. Ja, Japan. Eine echte Fußballernation, das meine ich nicht ironisch, ganz und gar nicht. Der Fußballsport ist sehr populär in Japan. Gab sogar mal eine eigene Zeichentrickserie, die Kickers. Ja, das war noch schön. Klasse. Unsere Kickers, die schaffen es Tor. Unsere Kickers sind bald Nummer 1, denn sie sind ja elf Freunde. Und während ich hier so singe, hat Japan den Ausgleich geschossen. So, ich spiele jetzt noch bis zum 2:1 für Deutschland, danach ist Schluss. Denn das halten meine armen, strapazierten Nerven nicht mehr aus. Wir können da sagen, irgendwann ist der Ofen aus. Ich hoffe jetzt noch auf einen... Scheiße! Es wird wohl doch noch ein längeres Unterfangen werden, denn die Japaner haben tatsächlich das 2:1 geschossen. Unfassbar. Unfassbar. Zeit aggressiv rangehen. So. Nein! Schießen! Ausgleich durch die Bundesrepublik Westdeutschland. Ja. Wo schießt du denn den Ball hin, Freundchen? Alter Schwede! Nintendo World Cup! Alter! Boah, knapp an der Kiste vorbei! Ha. So, hier unser super Torwart, Dings, Bodo Ig, ne? Möchte ich sagen? Hey, der tackelt mich! Ich tackle zurück, ne? Ich tackle gnadenlos zurück! Natürlich! So, der erste Japaner liegt tot und regungslos mitten auf dem Spielfeld. Es ist unglaublich. Hey! Warum rennen die alle so schnell? Ist unglaublich. Ihr müsst doch tackeln, Freunde, tackeln. Leute. Ja, jetzt passt den Ball zu mir rüber, sonst werd ich sauer. Komm, komm, Gott.
Alter, hier wird getackelt ohne eine gelbe Karte. Kunststück ist auch kein Schiri auf dem Platz. Na, toll. Das sind ja Verhältnisse wie in Uganda, Burundi. Ah, komm, nimm doch auch den Ball an. Mein Gott, die Japaner sind ganz schön auf Zack hier. Freunde, Freunde, Freunde. Eine Partie, die alles hat, außer Regeln. Boah, knapp vorbei. Mein Gott, hat der ein Gottes Willen, was ein fantastischer Torhüter. Der hält ja alles, der hält ja selbst die Luft hält er, dass er nicht ins Tor schwebet. Warum stehe ich eigentlich hier unten? Wird direkt mal ausgeschossen, natürlich. Ich bin in meiner Aufregung irgendwo hingelaufen, toll. Oh, damals war der Libero noch gang und gäbe beim Fußball. Heute macht das nicht mal mehr Otto Rehhagel. So, jetzt steht der Torwart ganz ungünstig da. Warum steht der Torwart so blöd da? Nochmal. Jetzt reicht mir bald. Tackeln, tackeln und her mit dem Ball, her mit dem Ball, her mit dem Ball. Ah, Pass, okay. Oh, boah, da, ihr japanischer Abwehr, die ist ganz schön auf Zack. Mein lieber Herr Gesangsverein. Da habe ich so meine Liebe, Mühe und Not. Da stehe ich schon wieder im Torhüter drin. Da hat er sicher. Toll. Gottes Willen ist das schwer. Warum steht immer einer dieser Spieler direkt da, wo ich stehe? Na, das nennt man vielleicht Verteidigung. Okay, naja. Können wir ihn ja nicht vorwerfen. Jetzt steht der Torhüter wieder da. Ach Gottes Willen, das ist ein einziges Hin- und Her-Gekicke. Weitschüsse, Fernschüsse, aber überall hin, nur nicht aufs Tor. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schieß! Was war denn das für ein cooler Bällchen hier? Ich dachte noch eben, der landet noch im Tor hier. Das wäre noch ein... wäre der Hammer gewesen. Oh, Kopfball! Nein! Ich raste aus! Ich drehe durch! Was spielt ihr denn für ein Kokolores zusammen? Gottes Willen, wahrscheinlich hat jetzt der Letzte abgeschaltet, der kann sich nicht mehr angeben. Ich könnte ja mal ins Tor reinspazieren, geht aber nicht irgendwie. Lässt sich nicht. Im Gameboy hat das besser funktioniert, ich weiß nicht. Das sind jetzt Ausreden von mir, ich weiß. Nein, so doch nicht. Es steht immer noch, weiß nicht, 2:2, glaube ich. Für keinen von beiden. Aha. Für wen steht 2:2, ne? Alter Witz. Hast du das hier sehen? Kurz vor 12 Uhr, also. Komm hier, gleich ist Halbzeit und es ist immer noch nichts passiert. Eigentlich wollte ich das nur noch mal kurz hier dingsen, spielen. So kann man es natürlich auch machen. Einfach mal ins Tor spazieren gehen. Ah, das geht auch nur bei Nintendo World Cup. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland führt 3:2. 10 Sekunden vor Schluss. Ist das denn die Möglichkeit? So. Hoffentlich wird es übermorgen gegen Portugal nicht so spannend. Lieber Mann. Die Zeit ist um. Und jetzt ist Halbzeit. Aber für mich ist Schicht im Schacht. Deutschland. Japan, 3:2. Das war eine sehr aufregende Partie. Oder spielen wir noch eine? Okay, spielen wir noch eine. Ich will jetzt nicht hier nach der Hälfte aufhören. Ist ja auch langweilig. Vielleicht fällt mir noch was Lustiges ein. Der war gut, ne? Ich weiß. Quasi sende ich jetzt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wie gesagt, es wird jetzt keiner mehr zugucken. Die meisten haben gesagt nach ein paar Sekunden, mein Gott, was redet der wieder für ein Mist zusammen? Ich schalte hier weg. Ich gucke ein richtiges Let's Play eines anderen Leuts. Eines anderen Männchen, der weiß, was er tut. Okay, weiß ein Let's Player, was er tut? Meistens nicht. Höchstens hier diese Berufsnerds hier.
Aber zu denen zähle ich mich nicht. Deswegen rede ich so viel Mist zusammen. Und schieße auch keine Tore. Schade. Die Musik geht mal ein bisschen auf den Sack allmählich. Die ist zwar schön, aber nicht mehr in der 10,5 Milliardsten Wiederholung. 10 50.000stel Wiederholung. So. Da! Gott! Der Ball landet nicht hinter der Linie. Ums Verrecken nicht. Sarma. Nein, tackeln, tackeln. Der kommt nicht hinterher. Gottes Willen, was ist denn das für ein Lahmarsch? Andi Möller oder was? Würde mich ja nicht wundern. Oh, das kann doch nur der Andi Möller sein. Was geht ab? Nein! Japan hat ausgeglichen. Es steht 3:3. Verdammte Hacke. Das ist ja unglaublich, was hier passiert. Da machst du was mit. Da machst du was mit. Ja, und hier fährt schon wieder der Notarzt vorbei. Ja, Gott, ich brauche ihn bald. Ich brauche ihn wirklich bald. Den Sieg so gut wie sich in der Tasche. Und da hauen die Japaner noch 3:3. Das war ein schöner Kopfball, nur leider in die falsche Richtung. Herr Dingens. Lodder Matthäus wahrscheinlich. Das kann dann nur dem Lodder wieder passieren. Die anderen Bälle, die hält er sicher, aber die richtigen, die nicht. Haha, kleiner Witz. Kleiner Torwart, ich trete dir gleich die Eier weg, wenn du weiter hier in meine Position dich begibst und mir den sicheren Ball wegnimmst. Ey, tackeln! Tackeln! Toter Japaner, schlecht. Toter Japaner auf dem Spielfeld, habe ich gehört, das bringt Unglück, sagt ein altes timbuktanisches Sprichwort, wollte ich sagen. Timbuktanisch, ja, yeah, Gott. Ja, boah, voll reingegangen mit voller Leidenschaft. Super, wie einst der Kaiser. Hey! Hey! Das Schöne ist, auch für Nicht-Fußball-Fans könnte es ein interessantes Projekt werden, weil allzu viel hat das Spiel mit Fußball nicht zu tun. Ja, Tor! Ja, Entschuldigung. Soll ich euch mal was zeigen? Nee, ich lasse es lieber. Hat nicht funktioniert. Hat technisch leider nicht funktioniert, oder doch? Ich weiß es nicht. Mein Gott. Meine Güte, meine Güte. Nein. Jetzt hätte ich beinahe noch ein Eigentor geschossen, natürlich. Das würde mich nicht wundern, wenn ich jetzt hier noch... Ja, komm, dankeschön. Ah, das japanische Abwehrbollwerk will mich nicht durchlassen. Ich versuche mal wieder ins Tor zu spazieren. Und es klappt fast. Zwei tote Japaner bringt, glaube ich, noch mehr Unglück, sagt dieses ost-timbuktuanische Sprichwort. Action! Action! Geblinke tote Japaner! Alles in einem Let's Play. Wo gibt's denn das? Hier bei Nintendo World Cup. Sonst nirgends. Hey! Jetzt ist er drin! Jetzt ist er drin! Jetzt ist er drin, da hat selbst der japanische Torwart keine Chance mehr. Und es steht 5:3 für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Mir kullern die Tränen. Das ist ja ein ergreifender Augenblick. Davon wird man noch in Jahrzehnten sprechen. Freunde. Und 1:20 bis zum endgültigen Finale. Ich frage mich langsam, ob das Spiel ob das ganze Spiel über nur dieselbe Musik herrscht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, beim Gameboy gab es verschiedene Sounds. Aber jetzt hier schon die zweite Partie und ein und die gleiche Mucke ist ein bisschen hartnäckig. Hier, der Torwart schon wieder. Der Torwart schon wieder. Der Torwart schon wieder. Ich mach dich kalt. Ich zünd dich an, sage ich dir. Also diese Fußballspieler, das sehen aus wie Affen, hey, guckt euch die mal an. Wer kommt denn auf sowas? Nintendo vielleicht, ne?
die lustigen Programmierer von Nintendo damals, die waren richtig auf Zack. Guckt euch den Japaner an! Ein toter Japaner vor dem Tor! Hat den Grund irgendwie, dass ich ihn totgetreten habe. Wir sind jetzt schon drei tote Japaner. Und einer direkt vor dem Tor, ist ja unglaublich. Weiter sagt ein südostchinesisches Sprichwort, ein toter Japaner im Strafraum gibt 4 Wochen Regen. Warum nur? Muss doch nicht sein. Nein, steht doch viel zu weit im Strafraum. Da steht der Torhüter wieder und nimmt mir den Ball im Fluge vor der Nase weg. So. Ah, Gottes Willen ist das anstrengend. Ah, Mann, mir fallen gleich die Daumen ab. Das ist Einsatz mit... Es ist passiert, wenn auch ich den Treffer nicht erzielt habe, aber ich habe die Vorlage gegeben. Ja, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. 6:3, 9 Sekunden vor Schluss für die deutsche Nationalmannschaft. Und nochmal ein lustiger Einwurf. Mein Gott, eure Trikots sind viel zu kurz. Man sieht euren Bauch. Was habt ihr denn für einen Ausrüster? Okay, das war's. Deutschland besiegt Japan mit 6:3, Passwort 30710, super. Und die Sonnenbrandtruppe um Franz Beckenbauer geht nach Hause, juhu. Oh, Frankreich, oh, wir sehen den Triumphbogen im Vordergrund, da ist ja super. Wir gucken nochmal, wie die Franzosen aussehen, die ich hätte schon fast die Froschfresser gesagt, aber das ist ja political nicht so korrekt. Sag ich mal, die Franzosen sehen irgendwie aus wie Franzosen. Und ja, das war Nintendo World Cup. Und ich wünsche euch allen eine spannende Europameisterschaft, ob ihr jetzt Fußballfans seid oder nicht. Wenn nicht, dann werdet es gefälligst. So, mein Appell an euch. Bis zum nächsten Projekt sage ich Tschüsschen.